So Leute, ich habe mir gedacht, ich muss ein Reaktionsvideo machen. Also, Salim, es ist ja alles perfekt, ne? Aber perfekter auf jeden Fall zu Kuchen TV, würde mein Vater sagen. Er hat Geschichte richtig studiert. Und er ist Hardcore pur, ne? Aber ich habe auch ein Grundwissen und ich muss dir sagen, Hammer, du kriegst ein Abo von mir. Also, das ist. Okay. Jetzt habe ich einen natürlich gesagt, ich dachte mir, ich reagiere auf, und ihr könnt auch da drauf gehen. Reaktionsvideo auf Gucken wir, Reaktionsvideo auf Gucken, nicht Gucken wir, sondern Reaktionsvideo auf Salim Samatou, der auf dieses Video reagiert. Okay. Das war aus einem einfachen Grund, du hast Chapeau, also du hast geiles Video. Und ich kann aber alle anderen begründen, weil viele wissen, wenn sich fragen, ja, warum macht er das nicht? Warum hat er keinen Bock drauf? Also müsst ihr eigentlich Folgendes wissen, das würde er vielleicht auch dementieren und das hoffe ich. Nicht, dann auch, dann umso besser. Also, Salim, der, wenn ihr da googelt, der ist ja sehr, sehr intelligent und sehr, sehr bescheiden. Ich habe mehr als nur einen gelesen. Also, das ist nicht irgendjemand. Und der Kuchen-TV ist, das ist mein. Jetzt bald. Da lebt nur von ARD und ZDF. Das sind ja die, wie ich auch immer sage, das sind ja die Luziferianer, die sich als die Guten ausgeben. Ne? Wenn ich immer meine Tora lese und dann das Hellwort und ich finde so, Juden, es gibt nicht viele, die so sind wie ich draußen, die Hardcore, das, ne, die richtig so was zugeben. Aber es gibt einige, aber nicht. Aber der Rebbe, der hat auch über den Typ gelacht, der hat gesagt, null Plan von gar nichts. Aber okay, ist ja nicht so schlimm. Du tust ihn unterrichten. Respekt, du bist 10 Jahre jünger wie ich, aber Respekt, dass du alles erreicht hast, auf jeden Fall. Den RTL Comedy Grand Prix hast du dir mehr als verdient. Und die hätten dir nicht nur eingeben, sondern mehrere Preise. Bis 2022 hätten sie dir 2023 nicht die Preise verleihen, weil die meisten anderen Satiriker oder Kabarettisten, das sind alles Vollidioten. Das sag ich mal, da bist du echt. Also, du bist ja in Marokko geboren, ne? Du bist schon mal cool. Ich habe mal einen marokkanischen Freund. Die Marokkaner, die sind sehr gebildet. Und dann ist nach Mumbai. So Leute, ich muss euch eins klarstellen. Hier steht ansatzweise, was er erlaubt hat, was Salim, aber das ist nicht mehr so wie früher. Man kann nicht mehr reinschreiben, was man will. Er kann eine Beschwerde einreichen und sagen, nee, das stimmt nicht und so weiter. Also so einiges ist drin. Jetzt Mumbai, ne? So, die Leute, die checken es einfach gar nicht. Ich habe es nicht verstanden. Auch bei Juden gibt es Vorurteile und auch bei Muslimen gibt es Vorurteile, dass die angeblich dumm sind und ungebildet sind oder weil die Hautfarbe dunkel ist und so. Das ist das Problem. Da gucken die vor sich mit dem Falschen angelegt. So, und 14 Jahre sind nach Deutschland. Jetzt müssen wir vorstellen. So, Hauptschule. Also eigentlich Schande für Kuchen TV, weil er sich nicht erkundigt hat, wie schlau und intelligent Salim ist. Und nein, das ist hier kein Schleim, denn ich stimme nicht allen seinen Videos zu. Aber wegen diesem Kuchen TV, ich habe mir das angeschaut, ich schaue es nochmal an und ich finde das Video so geil. Ne? So, die deutsche Sprache wechselt auch die Rahschule und und machte das Abitur am Wirtschaftsgymnasium. Das musst du erstmal hinkriegen. Und da kannst du, da brauchst du ein gutes Merkgedächtnis, das hat er ja. Das hat er ja mal bewiesen gehabt in seinen Shows, das war Hammer. Das kann nicht jeder. Und hat zusätzlich sich extra Wissen beigebracht, weil er ein Leseratte ist. Und ich lese auch gerne, aber er ist viel schlimmer. Ich glaube, bin ich mir sicher. Und das ist gut, wenn jemand ein Nerd ist, weil die Nerds sind die, die euch die Wahrheit sagen können. Ne? Also seinen Kanal zu abonnieren lohnt sich. So, und dann in Frankfurt University of Applied Science. Alter, das ist internationale Wirtschaftsinformatik. Das ist wirklich das. Das ist. Deswegen, Leute, der braucht keine. Also, es ist wirklich danke, dass du das machst. Nochmal danke an dir, weil eigentlich, das ist so. Stellt euch vor, der KuchenTV ist wie ein Kind, was gerade ins Gymnasium in die 4. Klasse reinkommt. Und mit dicke Backen, du knuddel mich, du. Und sein Kind ist der jetzt gerade. So, ganz KuchenTV und KuchenTV versucht, einen Lehrer, ne,
Also er ist 10 Jahre, Kuchen-TV ist 10-Jähriger, also stellt euch jetzt Kopfkino, ne? Stellt euch vor, ein 10-jähriger Junge, Kuchen-TV, sucht, du da, Salim, ich werde dich jetzt belehren, du. Und der Salim schaut nach unten und sagt, ja, aber ich bin von meinem Wissensgehalt so, als wäre ich schon 70, also sehr weise. Und das ist so, als würde der Kuchen-TV so, und dann Salim hält ihn so, also in der Stirn und ich dürfte ihn nicht. Ich mache ein Kopfkino für euch, also stellt euch das einfach vor. Und deswegen ist der Grund, warum er eigentlich, und hat er vollkommen recht, sagt, ey Leute, das, danke nochmal, dass du das gemacht hast, weil ich habe mich gefragt, warum machst du das überhaupt, was ist nicht nötig, das ist ein unwissender Mensch und unwissende Menschen sollte man Tipps geben, hast du gemacht, mehr musst du auch nicht machen. Und Johannes Gutenberg, Universität Mainz, ne? In Geschichte. So. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, das ist ein Teil, was drinsteht. Er liest sehr viele Bücher, er hat ein sehr gutes Merken, hat einen sehr hohen IQ. Also, es ist typisch ARD, das sind so typisch diese Standard-Schienen-Leute, die einfach keinen Plan haben. Und natürlich, klar, er hatte noch zusätzlich noch Komödie und noch das gemacht. Und dann, aber wichtig ist heute, ihr müsst einfach das wissen, wer mit 14 Jahren herkommt und von der Hauptschule auf die Realschule wechselt und dann danach Abitur und Wirtschaftsgymnasium, das sind 5 Faktoren, die du brauchst, um das zu tun. Erstens, talentiert. Zweitens, begabt. Das Talent und Gabe, die kannst du nicht. Die kannst du nicht lernen. Ich sag es nicht. Das ist, was der ewige, wie wir sagen, Hashem gibt. Also, naja, aber gibt das? Zack, zack. Salim hat das. So. Er ist sehr fleißig. Er ist, ich glaube, da gibt noch so mehr Faktoren. Er ist sehr diszipliniert. Er hat ein sehr gutes Merkgedächtnis, sehr gutes, einen sehr hohen IQ, er hat einen Schlussfolgern, ganz logische Dinge einfach. Für ihn ist das wie ein Matrix, also das ist wie Neo, der einfach sieht den Code, wie bei dem Mailringer. Und im Endeffekt ist der Mailringer, der Kuchen-TV, mit den Soldaten, der jetzt auf den Salim schießt. Und der Salim sagt sich, ich mach das schon. Ups, ja. Und das ist im Endeffekt das. Also, das ist die Erklärung, warum er es nicht mehr macht. Und ja, also, geil. Jetzt schaue ich es mir nochmal an. Hammer, also wie du das erklärst, also riesen Respekt. Riesen Respekt. Du bringst es kurz und das, was du bringst, das ist mit Beweisen. Und ich muss auch sagen, wenn mein Vater das erklärt, was du gerade erklärst, der erklärt es noch detaillierter, also riesengroß, ne? Ganz klar. Aber du weißt, ich glaube, das geht bei euch uns allen so, wenn die Väter oder der Großvater, und die haben ja auch sehr viel Weisen und Wissen, dann ist es, glaube ich, halt die Erfahrung, die es macht, dass es so, ne? Aber du hast also schon. Die halt von jemand anderem, sondern die brauchen nur einen Bruchteil davon. Das ist vielleicht nur 50 Euro oder nur 10 Euro, je nachdem, wie die Regeln des Fractional Reserve Banking sind. Das heißt, du brauchst nicht die ganzen 100 Euro als Sicherheit, sondern nur einen Teil davon. Das heißt, im schlimmsten Fall kannst du zum Beispiel 100 Euro einbezahlen und die Banken können da in diesem Wert 1000 Euro verleihen. Das heißt, die machen aus deinen 100 Euro literally 1000. Und das ist natürlich ein mega Vorteil, weil dann die ganzen Amerikaner günstige Kredite bekommen. Natürlich kann das auch crashen, wie 2008 bei der Wirtschaftskrise mit den Häusern. Aber sonst eigentlich auf dem Papier führt das eigentlich zu einem unendlichen US-Vorteil in der Wirtschaft, dieses Fractional Reserve Banking. Und weil auch ein Großteil der US-Wirtschaft, ich glaube so 80% oder 70%, sind nur Dienstleistungen. Das heißt, es ist sehr investitionslos. Es ist ja meistens Beratung, Software und sowas. Entertainment und so. Habt ihr es begriffen, was er vorher gesagt hat? Er hat gesagt, was er sagt, ist sehr, sehr wichtig, weil das ist so geil, was er sagt. Er hat gerade gesagt, klipp und klar, um es nochmal runterzubrechen, das ist alles künstlich. Es ist eine künstliche, sozusagen, Wirtschaftskrise. Es ist alles, man spielt mit dem Geld wie bei Monopoly. Und normalerweise passiert das nicht, weil das ist ein richtig guter Gamer, ne? Also nicht so ein Durchschnittsgamer wie ich, für Marvel Sturm der Superhelden oder auch Tomb Raider und andere Spiele spiele ich, das mache ich auf meinem Kanal und halt demnächst jetzt die Tora durchlesen, erklären, aber ja.
Das gerade gesagt. Das ist ein Spielplatz. Für die Banken ist es ein Spielplatz. Im Endeffekt ein Knaller zu sagen, die scheißen auf euch, wenn irgendwas passiert. Und eine Wirtschaftskrise war im Endeffekt, weil die gespielt haben mit dem Geld. Mit dem Geld der anderen Leute. Und haben sich dabei einen runtergeholt, einen gewichst, Pornos in Wirklichkeit, Gangbang-Partys gemacht, Knaller hat gesagt. Und haben den Kopf aus den Leuten, die so, pum, ihr Hurensöhne, die das Geld verloren haben. Und haben gesagt, scheißt auf euch. So sieht's leider aus. Leider. Ja. Dreck. Das heißt, dadurch können die dann viele Kredite verleihen für nicht investitionsharte Wirtschaftsbereiche. Das begründet den US-Erfolg weltweit. Und natürlich Militär und so ein Kram. Das ist Functional Reserve Banking. Jetzt, Kapitel 2, Petrodollar Recycling. Dadurch, dass die Saudis und die ganzen anderen Ölstaaten ein Abkommen mit den Amerikanern haben, dass sie gezwungen sind, ihre Rohstoffe nur in US-Dollar zu verkaufen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Saudis nicht einfach auf ihrer saudischen Bank die Einnahmen nehmen können, sondern die brauchen eine amerikanische Bank, wo die Dollars eingezahlt werden. Das heißt, wir brauchen immer ein Dollarkonto. Das heißt, du kannst ein saudisches haben, aber ein Dollarkonto, das heißt, du brauchst eins in den USA. Das heißt, also hier mal auch, wie er das macht, ne? Das hat er für uns extra gemacht. Das ist von seinem Studium, was er da als gelernt hat, Recherche rauszusuchen. Ne? Das ist von Susan, ne? Das ist von Leuten, die das auch erklären. Und ja, das ist, also das lernst du, das ist Wahnsinn. Das ist wie ein Rechtsanwalt. Wenn ihr zum Rechtsanwalt geht und dann kommt einer, der sich Halbwissen aneignet. Ne? Ich krieg Hilfe vom Rechtsanwalt, weil ich habe auch momentan sozusagen wegen meiner Insolvenz von früher nur Probleme. Es gibt ja auch Arschlöcher, leider. Und Insolvenz ist nicht so, wie man denkt, aber der Rechtsanwalt, das ist für ihn wie, ach, okay, das ist das Problem. Oder ich hatte mit meiner Vermieterin ein Problem, weil sie Schimmel hat und die will das jetzt nicht reparieren, weil sie sagt mir, verrecke, du Arsch. Du scheiß Juden, ne? Solche Leute gibt's auch. Aber das ist Wahnsinn. Das ist einfach. Jetzt mache ich weiter, weil sonst will ich jetzt sagen. Dadurch, dass da jetzt Einzahlungen kommen von ihren Ölverkäufen, ist das so, als wenn die Amerikaner in ihrer eigenen Hausbank Dollars einbezahlen würden. Und dann Fractional Reserve Banking. Aus einem Dollar macht 10, beispielsweise. So, und diese Kombination, dieses. Aus den Verkäufen von den Saudis machen wir wiederum Kredite für unsere Wirtschaft. Das nennt man Petrodollar Recycling. Dass die Saudis zwar ein Bankkonto haben, aber aus diesem Bankkonto werden weitere Kredite verleihen. Das ist Petrodollar Recycling. Das ist der Vorteil, das ist der Pakt, den die Amerikaner haben, dass sie am Ende Geld fluten können, aber es bleibt relativ stabil, weil die Leute ja für Dollar immer Rubel bekommen. Das ist quasi die Umgehung des Goldstandards. Das ist der Ölstandard. Und was Saddam jetzt gemacht hat, war vergleichbar mit dem, was 50 Cent bei irgendeinem seiner Alben gemacht hat. Und zwar hatte 50 Cent eines seiner Alben in Bitcoin verkauft. Also nicht nur in Bitcoin, sondern hat mehrere Sachen angeboten. PayPal, Kreditkarte und Bitcoin. Und das hat er vor Jahren schon gemacht. Und dann wurde das da ganz normal eingezahlt, da hat er gar nicht drauf geachtet. Und dann, als der Bitcoin seinen Höhepunkt hatte mit 60.000, war der 50 Cent auf einmal wieder Multimillionär. Weil er diese Bitcoins vergessen hat, die lagen dort, auf einmal das Zehnfache wert. Und dasselbe hat Saddam gemacht. Dadurch, dass Saddam bereits im Jahr 2000 auf den Euro gesetzt hat, wo er einen relativ niedrigen Kurs hatte, hat er dann ohne Ende Euros angehäuft, während seine Kollegen da im Golf, die Saudis und so, Dollars hatten. Und dann im Jahr 2003, wo der Euro so einen Hype hatte gegenüber dem US-Dollar, hat er ja auf seinem Konto für die gleiche Rohölmenge mehr US-Dollar gehabt, relativ. Das hat natürlich die Iraner sofort animiert, ey, ich muss es auch verkaufen. Das heißt, dann hat er den Euro auf einmal einen Hype bekommen. Und dann hätten die Saudis auch theoretisch dann anfangen können, ihre Ölreserven in Euro zu verkaufen. Und das mussten die Amis verhindern, weil denkt dran, dadurch, dass der Saddam in Euro verkauft hat, hat er ja in den europäischen Ländern ein Konto gehabt. Das heißt, er hat gar nicht diesen. Die Amerikaner konnten bei Saddam gar nicht von diesem Petrodollar Recycling. Richtig, um das kurz zu sagen, vollkommen richtig. Und die Amerikaner
Da ist, lebt auch ein Cousin von mir, der auch sagt, das ist ganz normal, das ist ja, das wird ja bis heute nicht darüber gesprochen, obwohl Amerikaner geben es ja öffentlich bekannten Universitäten, dass sie ja einer von Verbrechern sind. Das ist ja alles, das ist ja, das wurde erobert, die wurden abgeschlachtet, die, und so haben die halt ihre Macht erobert. Also das ist auch nichts Besonderes und auch jetzt ganz normal, das ist Biologie halt. Die Natur macht das so, der Stärkere überlebt und dann müssen sich die Schwächen unterordnen. Das siehst du schon in der Schule, dass es da einen Anführer gibt, ne? Und der schlägt die anderen zusammen, sagt, ihr gehorcht mir, dann gibt es die Anhänger. Und das ist halt auch so bei den anderen Ländern, deswegen gibt es halt leider, und das ist ja traurig, die Wahrheit, die wahre Wahrheit, die ist da draußen, aber die gibt es halt kaum. Und gibt es ja nur die Manipulanten, also die Hell-Leute, die dann dementsprechend das im Negativen und so, dass man nicht halt es versteht. Und er erklärt das hier richtig. Und deswegen war ja im Endeffekt, Saddam hat ja was Gutes für sein Volk getan, indem, weil es gibt ja Geld und Wirtschaft und macht Umsatz. Und das ist ja schlecht für ein Army. Und ja, deswegen sind die einmarschiert. Aber natürlich haben sie es anders begründet. Wir haben das begründet, World Trade Center, Terroristen und das Ganze, ne? Und Muslime wurden damals auch leider sehr stark diffamiert, ne? Also es war grausam. Und das Witzige dran ist, das ist das Witzige daran, dass die meisten Leute es gar nicht geschnallt haben. Und ja, bedenkt, dass der Amerikaner so clever, das macht eure Scheiße, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Das ist offiziell, wie er auch gezeigt hat, drin. Und trotzdem checken es die Leute nicht. Einen Vorteil haben, im Gegenteil, die Europäer konnten einen Vorteil haben, da sie dieses Euro, also Petro-Euro-Recycling hätten machen können. Und wenn die Iraner sich angeschlossen hätten und dann noch die Saudis, dann hätten die Amerikaner ihr komplettes Erfolgsgeheimnis, ihr komplettes Erfolgsrezept wäre dann kollabiert. Ja. Und dann hätten sie nicht mehr so günstig Geld drucken können. Das mussten die Amerikaner verhindern und deswegen sind sie eingeschritten. Die Amis hatten dann auch so ein Riesendefizit, weil dann die Europäer natürlich einen viel größeren Vorteil beim Dollar haben. Das heißt, diese ganze Handelsbeziehung geriet dann aus dem Fugen. Und wenn das den Amerikanern wirklich so egal gewesen wäre, so wie du das sagst, dann hätten die auch nicht danach sofort die Ölquellen und die Rohstoffquellen vom Irak sofort wieder mit Amerikanern besetzt und dann sofort wieder in Dollar verkauft. Das wäre es denen wirklich so egal gewesen, hätten die es Euro gelassen. Aber stattdessen haben sie sofort das Erste, was sie gemacht haben, war, die Ölquellen zu besetzen und das dann in den Dollar zu verkaufen. Weil denkt dran, das Öl ist denen egal. Es geht nur darum, dass die Leute das in Dollar verkaufen. Weil wenn das in Dollar verkauft wird, ist das so, als wenn die Amerikaner das selber verkaufen würden. Genau, also geiles Video. Chapeau. Hut ab. Na, ich will auf deinem Kanal bleiben, nicht dahin. Hut ab! Allein durch Salim, Hut ab! Geiles Video, nochmal geiles Video. Und Leute, abonniert seinen Kanal, da könnt ihr Geschichte lernen. Ich sag's euch, es ist halt sehr wichtig, Geschichte und Geografie. Mein Vater weiß das, hat mich immer damit genervt. Ich bereue, dass ich früher nicht mehr Bücher gelesen habe, ihm nicht mehr zugehört habe, weil er hat es mir auch damals so erklärt. Nur noch detaillierter. Ja, schau mal, so ein Mann, das ist so, das ist dieses Abkommen und deswegen muss man das so machen. Und damit das legalisiert, damit alle Leute bei Bush damals, Bush regiert, falls ich nicht falsch sage, hoffentlich sage ich nichts Falsches, weil ich kann nicht so wie du alles mir merken, aber schreib es dir Kommentare ja rein, ne? Und dann hat er natürlich da das und das, das und ja, so macht man das halt. Und wovor haben die Leute Angst? Die haben die Leute Angst von der Wahrheit. Und was machen die Leute, wenn sie sich fürchten? Dann kann man sie manipulieren. Kann man sie manipulieren, kann man sagen, ah, der Moslem ist böse, der Saddam der ist der Bösewicht, der will seinem Volk böse, der will uns böse und alle vernichten, ne? Und die Leute glauben ja halt, was die Massenmedien machen. So was halt Kuchen-TV sagt, ne? Kuchen-TV gehört dazu, Massenmedien. Man darf nicht vergessen, das ist ganz, ganz wichtig, die großen YouTuber, also die richtig wie Kuchen-TV oder noch größere, die haben meistens, die sind zwar, haben einen YouTube-Channel, ne? Ist ganz klar, aber die haben ja auch Verträge mit ARD und ZDF.
Und das Wichtigste ist ja, dass man so denkt, ah, cooler Typ und so, ist einer von uns für die Gerechtigkeit. Aber das sind die nicht. Die haben ja ihre Verträge und das würden die auch nie zugeben, was ich ja sage. Die würden das dementieren. Aber man muss, richtig. Und deswegen mache ich jetzt da etwas, was ganz lustig ist. Auch sein Kanal abonnieren. Jetzt erkläre ich warum. Das habe ich von meinem Vater. Das ist mein Fazit zum Schluss. da steht auch ein Etora drin. Ich muss mal schauen, welchen Kapitel. Also, um zu verstehen, den einen anderen, betrachte ihn erstens niemals als Gegner. Betrachte ihn immer als einen Klassenkamerad, der eben in eine andere Klasse geht. Okay, es gibt die A, B, 9 Bits oder 10 B und 11 und so weiter. Geht ja immer rauf, ne? Je nachdem, welche Schule du gehst. Und es gibt verschiedene Parteien. Es gibt die SPD, es gibt die FDP, die Grünen und so weiter, die Linken. Und jeder hat gewisse politische Ambitionen. Und jeder hat so gewisse politische auch Interessen. Und um die Wahrheit für sich selbst rauszufinden, empfehle ich euch, auf jeden Fall Salim zu abonnieren, dann Bücher viel zu lesen. Ich habe auch Bücher, darüber kann ich euch auch welche empfehlen. Ihr könnt auch, mittlerweile gibt es Büchereien, wo ihr Digitalbücher sehr lange ausleihen könnt. Ich glaube 8 Wochen sogar, könnt ihr euch Sachen durchlesen. Es wäre nicht schlecht, wenn, es gibt auch Seiten, wenn Salim das empfehlen würde. Ich denke mal, wenn er es nicht macht, dann kann ich es ja machen. Und wichtig ist dennoch, den anderen zu wissen, was er denkt, weil meistens sind gewisse Leute in ihrer Fantasie oder in ihrem Glauben, dass sie richtig sind. Ne? Und dann machen sie halt eben das, dass sie das verbreiten. Und ich bin mir sicher, so bei Psychologie hat meine Tante gelernt und sagte, es gibt Menschen, die wirklich dran glauben, es gibt Menschen, die Hellel sind, die manipulieren mit Absicht diese Leute, weil sie gewisse Verträge haben. Und die würden es immer dementieren und das ist gut so. Ne? Wie Bruce Lee sagt, wirf den Ball und fängt dein Gegner den Ball auf oder der andere, ne? dann weißt du Bescheid. Also auf jeden Fall auch die Videos schauen und sagen. Ne? Und dann auf jeden Fall keine negativen Kommentare schreiben. Ne? Auch wenn halt KuchenTV, wie gesagt, was er sagt, nicht richtig ist. Also vieles wird verdreht. Dennoch sollte man sagen, ey, pass auf, ne? Diesmal dieses Buch, meinen Link ihm zuschicken und kundige ich da und schau nicht nur ARD und CDF. Ne? Aber ansonsten, Hammer. Also echt, ja, ihr seht ja, ich habe schon wieder zu viel gelabert. Ne? Also Leute, haut euch nein. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es abonnieren und Like nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es nach unten machen. Ich finde alles, also ich was finde das, was YouTube macht, dieses Ding, dass man die Zahlen nicht sieht, finde ich scheiße. Ne? Aber gut, jeder hat so seine Ansichten und gegen Mobbing hat YouTube was gemacht. Ich mache dazu ein Video noch, warum man das nicht sieht, welche Zahlen da unten sind. Okay.